Ein herzliches Willkommen zurück zu Fernbus Simulator Busbot Fest System Sound Design. Heute werden wir mal ein kleines Szenario fahren, eine kleine Tour, und zwar mit der Linie 200 von Frankfurt am Main Airport nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Die Gepäckluke ist bereits geöffnet. Ich habe mir mal einen ganz anderen Bus ausgesucht und ich würde sagen, wir beginnen mit Boarden. Und zwar fangen wir hier mit der guten Dame an. Jawohl, dann arbeiten wir uns hier durch. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Jawohl, dann gehen wir hier vorne hin. Der Berlin ist nun wirklich nicht richtig. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Und dann haben wir noch die beiden Herrschaften hier. Und er. Nee, leider nicht. Das tut mir leid, aber Sitzheim haben wir auch. So, dann schließen wir das Ganze, steigen ein. Und ich würde sagen, dann können wir soweit unseren Bus starten. Und dann können wir eigentlich auch losfahren. Setzen den Blinker und fahren los. Jetzt circa 63 Kilometer. Ich spiele mal die Ansage ab. Willkommen im Shuttlebus vom Frankfurt Airport auf der Fahrt nach Frankfurt am Main Fernbusbahnhof. Zu Ihrer Information. Während der Fahrt gilt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Unser nächster Halt ist Frankfurt am Main Fernbusbahnhof. Welcome to the shuttle bus from Frankfurt Airport on our way to the Frankfurt am Main Central Bus Station. For your information, all passengers are required to wear seatbelts during the ride for safety reasons, which must be strictly observed. Our next stop is Frankfurt am Main Central Bus Station. Ja, eine wunderschöne Ansage. Der Busfahrer spricht hier nicht in dem Szenario. Das ist nicht vorgesehen, eben weil das so kurz ist. Ihr seht es ja selber, es sind 56 Kilometer bis dahin. Noch. Und deshalb spricht hier der Busfahrer nicht. Sondern es gibt hier einfach die... Ja, die Bandansagen hätte ich fast gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Die sind im Busport verbaut, beziehungsweise implementiert. Als nächstes würde jetzt kommen, oder kommt dann Frankfurt am Main Fernbusbahnhof. Die ich dann abspiele, wenn wir von der Autobahn runterfahren. Wie gesagt, ihr hört immer wieder andere Busfahrer in jedem Szenario, also außer jetzt in diesem kurzen Szenario hier. Da halt nicht, sondern aber auf den anderen, zum Beispiel wenn wir von München nach, zurück nach Berlin fahren und. Da kommt einiges auf euch zu an Hörerlebnis. Der Busbot ist auch, wie ihr vielleicht schon vernommen habt, in der finalen Entwicklungsphase, sodass er bald veröffentlicht werden kann. Ihr könnt euch also darauf freuen, euch das selber bald alles, ja, eure eigenen Touren da zusammenzustellen und das dies dann mit den Ansagen von Fair System Sound Design zu versehen. Ich werde gleich wahrscheinlich auch noch ein kleines Szenario im TS spielen. Von Fair System. Dort wird es dann auch noch sehr interessant zugehen, aber dazu dann später mehr. Jetzt machen wir erstmal hier unsere Tour nach Frankfurt Hauptbahnhof fertig. So, wollen wir nicht mehr als 80 fahren, dann tun wir das. So, wir sollen nicht mehr als 80 fahren, dann bleiben einfach bei 80. Sind wir sowieso gleich runter. Ihr seht es, Frankfurt am Main, 500 Meter. So, fahren wir runter.
wäre beinahe. Und dann würde ich sagen... Wir erreichen jetzt Frankfurt am Main Fernbusbahnhof. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. We approaching now, Frankfurt am Main Central Bus Station. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. Ja, das war jetzt die Ansage, dass wir jetzt gleich den Frankfurter Hauptbahnhof erreichen. Wie gesagt, das ist ein kurzes Szenario. Ich finde das auch mal ganz schön, als immer diese langen Touren. Da hat Fairsystem sich richtig was einfallen lassen, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Vor allem Frankfurt ist ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Bankenstadt kann man ja fast sagen. Also wirklich Commerzbank und was da alles ist. Ich will jetzt hier keine Werbung für Banken machen, aber ihr wisst, ne? Frankfurt ist die Stadt der Banken. So, herzlich willkommen in Frankfurt. So, ab hier ist natürlich 50. So. Seht euch mal hinten die Skyline an. Frankfurt ist immer wieder schön, muss man wirklich sagen. So, wir fahren natürlich gleich wieder zurück. Also von Frankfurt Hauptbahnhof wieder zum Airport. Ist ja mehr oder weniger so ein Shuttle-Service, den wir hier betreiben in diesem Szenario. Und zwar vom Flughafen zum Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof wieder zurück zum Flughafen. Ja, komm, Kollege, ist grün. So, nächste links. Da seht ihr es, Hauptbahnhof Zopp. So, dann geht es meines Wissens jetzt nur noch geradeaus und dann am Ende links und dann kommen wir schon zur Haltestelle. Davor haben wir allerdings noch ein paar rote Ampeln zu überwinden, beziehungsweise, ja, die haben wir halt vor uns. So, nächste Ampel ist natürlich auch rot. Warum sollten wir auch eine grüne Welle bekommen? Das wäre ja viel zu einfach. So, die nächste Ansage, die im Busbord steht, wäre dann die Begrüßung Frankfurt. Das ist natürlich für die Fahrgäste vorgesehen, die jetzt am Hauptbahnhof einsteigen und gerne wieder zum Flughafen, beziehungsweise dann gerne zum Flughafen möchten, um in die weite, weite Welt zu fliegen, wohin auch immer. Also die sollte man dann erst abspielen oder so. Darf man erst abspielen, wenn die neuen Fahrgäste eingestiegen sind. Nur damit ihr das dann auch schon mal wisst, falls ihr das Szenario dann später auch fahrt. Eine Rastpause ist ja für den kurzen Weg natürlich nicht vorgesehen. Versteht sich, glaube ich, von selbst. Für 60 Kilometer, im Shuttle-Service macht das jetzt keinen Sinn. So, setzen wir schon mal einen Blinker, während wir auch noch mal rot haben.
So, weiter geht's. Fahren hier links. Dann die nächste rechts. Schaffen wir die Ampel mal in grün. Jawohl, ist ja Wahnsinn. So, jetzt hier rechts rein. Und dann seht ihr da hinten schon unser grünes Haltestellenschild am Frankfurter Hauptbahnhof. Fernbusbahnhof. So, da wären wir. Öffnen die Türen. Steigen aus. Öffnen wieder die Gepäckluke. Dann boarden wir die Passagiere, die jetzt zum Flughafen wollen. Fangen wir mal mit dem Herrn hier an. Nee, der will anscheinend nicht, oder? Weiß ich nicht. Die wollen alle irgendwie nicht. Was ist denn jetzt los? Ah. Warum wollen die denn jetzt nicht? Mach erstmal Motor aus. So. Hi, ich jetzt. Hoffe, ich bin hier richtig. Auf geht's. Vielleicht lag es daran, dass ich den Motor noch laufen hatte. Hello. Egal, jetzt funktioniert's. So, die Dame. Hi, das Ticket. Sehr freundlich. Hier noch? Ciao. Fahren Sie in meine Richtung. Ciao. Wer möchte, hat kein Ding über sich. Gut. Grüezi, ja, mein vielen Dank. Das stimmt. Dann haben wir hier noch welche. Servus, fahren Sie in meine Zone. Nee. Mist. Konstanz ist nun wirklich nicht unser Ziel. Fahren Sie Augsburg auch nicht. Fehler. Ja, offensichtlich. Guten Tag. Cool. Ja. Er noch. Hallo, hier, danke sehr. Gut, haben wir sie dann alle? Ich denke schon. Gehe in den Bus. Ja, wir haben alle. Gut, dann können wir die Klappe wieder schließen. Steigen in den Bus ein. Und dann den Motor wieder starten. So, setzen den Blinker, fahren los. Und jetzt kommt die Ansage Begrüßung Frankfurt. Willkommen im Shuttlebus vom Frankfurt am Main Fernbusbahnhof auf der Fahrt zum Frankfurt Airport Terminal 1. Zu Ihrer Information. Während der Fahrt gilt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Unser nächster Halt ist Frankfurt Airport, Terminal 1. Welcome to the shuttle bus from Frankfurt am Main Central Bus Station on our way to the Frankfurt Airport, Terminal 1. For your information, all passengers are required to wear seatbelts during the ride for safety reasons, which must be strictly observed. Our next stop is Frankfurt Airport, Terminal 1. Genau so sieht's aus. So, haben wir die Polizei vor uns. Da wollen wir nicht in die Kiste fahren. Kommt, glaube ich, nicht so gut. Fahren rechts, das ist sehr gut. Weil wir fahren nämlich geradeaus. So, schneller als 50 wollen wir gar nicht fahren. Das Wetter ist auch wunderschön. An diesem 4.06.2023, 12.49 Uhr. So, komm. So, nächste müssen wir links.
So, nächste rechts. Da war ich etwas zu nah am Bordstein, ihr habt es gemerkt. Aber auch das kann passieren. So, dann verlassen wir Frankfurt. Noch mittlerweile wieder 100 fahren. Das tun wir aber noch nicht, weil hier ist eh 70. So, dann fahren wir hier links auf die Autobahn. Rechts, Entschuldigung. Auf den Auffahrten. Ich bleib da immer so ein bisschen drunter, weil wie gesagt, ihr kennt das ja schon, dass die Ausfahrten und Auffahrten immer etwas enger sind. Von daher bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. So, dann fahren wir hier wieder runter. Jetzt FFM Airport. Wir erreichen jetzt Frankfurt Airport, Terminal 1. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. We approaching now, Frankfurt Airport, Terminal 1. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. Ja, es war vielleicht doch noch ein Tacken zu früh, dass ich das abgespielt habe. Stimmt, wir fahren ja die A3 noch ein Stück. Ihr seht's, man kann sich auch mal vertun, ne? Dass man das vielleicht zu früh abspielt. Das ist dann halt so, man kann es auch nicht dann ändern. Was gleich nochmal ab. Aber im Prinzip erreichen wir es ja auch gleich. So weit war es das jetzt ja auch nicht mehr gewesen, 3 Kilometer. Von daher war das eigentlich gar nicht zu früh, weil ihr seht selber, 1 Kilometer, wir fahren jetzt gleich rechts ab und dann sind wir so da. Von daher passt das eigentlich doch mit der Ansage. So früh war das jetzt doch nicht. Ich war jetzt 3 Kilometer davor. Ihr seht selber 900 Meter. Ihr seht da links die Haltestelle schon auf der Karte. Von daher war das gar nicht zu früh. Passte doch. Habe ich doch alles richtig gemacht. So, fahren jetzt hier rechts runter. Ah, den Bogen nehmen wir da mit. Und dann fahren wir rechts drauf auf die Abfahrt. Genau, Frankfurt Flughafen. Sehr, sehr nice. So, 50, 70. Wir bleiben hier schön. Bei den geschmeidigen 50, die sind eh gefordert. Beziehungsweise schneller dürfen wir eh nicht fahren. Daher passt das schon. So, die Fahrgäste hatten jetzt genug Zeit, sich ihre persönlichen Sachen zusammenzusuchen.
ne, würde ich sagen, sodass sie alles zusammen haben, wenn sie jetzt hier gleich aussteigen. Von daher war die Ansage gar nicht zu früh. Passte. Passte perfekt. Ist jetzt meine Meinung. So, 30. Und dann müssen wir hier. Hier rum. Und dann haben wir den Airport erreicht. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Absolut. Wunderbar. Und das war's dann. Das war das Szenario. Warte mal, Moment. Mach mal eben den Motor aus. Dass alles ein bisschen leiser ist. So. Das war das kleine Szenario, die kleine Tour von Frankfurt Airport zum Frankfurt Hauptbahnhof und wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Haut rein. Macht's gut. Bye, bye.